Ich habe vor kurzem auf Facebook und Instagram eine Umfrage gemacht und meine Follower gebeten, folgende Frage zu beantworten: Ist Kraft beim Golf wichtig? Und ca. 65% haben gesagt, nein, es ist nicht wichtig. Und ich dachte mir, das sollten wir uns jetzt vielleicht mal genauer ansehen. Also bleibt dran, wir starten jetzt. Hallo, mein Name ist Christoph Bausek. Ich bin PGA Professional im Golfclub Linz St. Florian in Österreich. Auf meinem Kanal geht es um Golf und darum, wie du dein Golf verbessern kannst. Und wenn du es noch nicht getan hast, würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst, damit wir uns in Zukunft nicht versäumen. Und vergiss bitte nicht dabei, gleichzeitig die Notifikationsglocke daneben anzuklicken. Ja, gleich vorneweg, natürlich benötigen wir Kräfte, Kraft im Golfschwung. Und über diese Kräfte, über die möchte ich jetzt sprechen. Ich kann leider nicht alle behandeln, weil es wird wirklich sehr, sehr kompliziert. Aber um es simpel zu halten, werde ich jetzt hier ein paar Sachen aufzählen. Jetzt gibt es zum Beispiel die sogenannten Bodenreaktionskräfte. Was heißt das? In einem guten Golfschwung finden wir immer zuerst einen sogenannten Glide, das heißt, dass der Körper zuerst nach links gleitet, dann folgt eine Rotation und dann folgt eine vertikale Streckung, ein Springen, wenn man es so haben möchte. Also es ist immer zuerst Gleiten, Drehen, Springen oder im Englischen Glide, Spin, Launch. Ja, und diese drei Kräfte, die man benötigt, um den Ball weit zu schlagen, entstehen durch die Verteilung des Drucks am Boden. Und das ist sehr, sehr interessant, wenn man mit Bodendruckplatten arbeitet, dass man sieht, wohin verlagert man den Druck und vor allem, wann verlagert man den Druck wohin. Ich möchte jetzt nicht zu viel ins Detail gehen, aber auf alle Fälle, hier kommen eine Menge Kräfte frei. Und es kann zum Beispiel bei dem vertikalen Druck, wo man sich hinaufdrückt, kann es durchaus sein, dass Spieler 200% ihres Körpergewichts in die Luft drücken. Viele Golfer, die sich mit dem Golfschwung beschäftigen, werden sicherlich irgendwann mal gehört haben, dass zuerst im Golfschwung das Becken kommt, dann der Oberkörper, dann die Arme und dann der Schläger, die sogenannte kinematische Sequenz, wenn man dann noch mehr darüber erfahren hat. Jetzt ist die Idee häufig, dass man glaubt, sobald man sein Becken zuerst bewegt und dann der Oberkörper nachkommt, dass der Arm automatisch folgt. Ich weiß nicht, wo ich diesen Spruch gehört habe. Ist irgendein anerkannter, berühmter Golflehrer in Amerika. Ich kann leider seinen Namen nicht mehr nennen, weil ich nicht weiß. Er hat gesagt, es gibt keinen Zaubermuskel zwischen den Hüften und den Armen, der auf mysteriöse Weise auf einmal am Arm zieht, wenn die Hüften sich wegbewegen. Ja? Also den gibt es nicht. Ihr müsst die Arme aktiv selber hinunter bewegen. Diese Sachen wie Unterkörper zuerst, dann Oberkörper, die bilden dann die Plattform dazu, dass man die Arme und Hände aggressiver runter bewegen kann. Aber die Idee zu haben, dass man sich wegdreht mit dem Körper und die Arme folgen automatisch hinterher, das ist leider keine gute. Genauso wie es keine gute Idee ist, dass man glaubt, man muss den linken Arm eng am Körper lassen hier im Durchschwung, weil nämlich Folgendes passiert: Auch hier versuchen die Besten der Welt nach dem Schlag den Arm vom Körper, ja, quasi wegzukatapultieren. Und das funktioniert auch mit Kraft. Ja, und ein ganz interessantes Thema ist auch der Griffdruck, die Kraft, die man an den Schläger weitergibt durch die Finger. Da gibt es ja die ganzen Mythen von der Zahnpasta, die man nicht ausdrücken darf, oder das Vogel in der Hand, das man nicht zerdrücken will. Ich glaube, es war Ben Hogan, der sagte mal diesen Spruch: Ich habe das Gefühl, dass ich einen Vogel in der Hand habe, wenn ich schwinge. Aber einen Adler, der gerade davonfliegen will. Also, was er damit gemeint hat, ist, dass man eher einen Schläger so festhält, dass er die Kraft, die der Schläger erzeugt, damit er dem überhaupt widerstehen kann. Man braucht Kraft in den Fingern, damit man überhaupt den Schläger
beschleunigen kann, weil sonst funktioniert das nicht. Es ist jetzt immer moderner geworden über die letzten Jahre und Jahrzehnte, dass Amateurgolfer gelernt haben oder gehört haben, sie sollen den Schläger leicht halten. Sagen wir so, was passiert, wenn ich den Schläger zu fest halte? Wenn ich den Schläger viel zu fest halte, kann es sein, dass ich meine Handgelenke nicht verändern kann im Schwung. Und das ist natürlich nicht gut. Aber schlecht ist es auch, den Schläger viel zu leicht zu halten, weil dadurch erstens verliere ich den Schläger im Schwung und vor allem, wenn du in die Treffmomentzone kommst und den Ball nicht in der Mitte triffst, wird dir vielleicht auffallen, dass der Schläger sich verdreht in den Händen. Es kommt kein Druck dahinter. Und ich habe häufig Schüler gehabt, die ich gebeten habe, im Golfunterricht den Schläger fester zu greifen, und sie haben auf einmal statt das 7-Eisen statt 75 Meilen auf einmal mit 84 Meilen geschwungen. Also es ist wirklich meiner Meinung nach ein wichtiger Faktor, um Länge zu bekommen, um Kraft zu erzeugen im Golfschwung, um die Power zu erzeugen, den Ball weiter zu schlagen. Weiters ist es wichtig, dass man mit dem Griffdruck, mit den Händen, den Schläger in die richtige Richtung forciert, sozusagen. Wenn wir hier Endaufschwung sind, ist es üblich, dass man nicht sofort die Hände Richtung Ball schwingt, sondern dass die Hände ein klein wenig in diese Richtung gehen oder vielleicht raus und runter, also in diese Richtung hier. Und diese Richtung hier entsteht deswegen, weil wir das forcieren. Es ist nichts Automatisches, es ist etwas, was wir als Golfer aktiv machen müssen. Also wir wollen hierher und in diese Richtung den Schläger kurz forcieren. Ja, und über eine einzige Sache möchte ich jetzt noch sprechen, die man sich auch vielleicht vor Augen halten sollte, und das ist die sogenannte Rumpfstabilität oder Rumpfkraft oder die Tiefmuskulatur, die man im Golfschwung benötigt. Das sind diese Muskeln, ich habe den Spruch gehört, die nicht gut ausschauen in der Badehose. Also das sind die Muskeln, die man nicht sieht und die unten drunter sind, die helfen, den ganzen Körper zu stabilisieren. Was heißt das? Das heißt, dass wenn ich jetzt eine Bewegung mache mit den Armen, ja, zum Beispiel, ja, oder auch mit den Füßen, kommt diese Bewegung eigentlich vom Rumpf aus und der inneren, tieferen Muskulatur. Also es gibt keine Bewegungen, die ich mache, wo nicht irgendwie der Rumpf beteiligt ist. Die Muskeln müssen stabilisieren, damit wir Bewegungen überhaupt machen können. Und deswegen machen auch die Golfprofis so viele Rumpfstabilisationsübungen. Das sind diese Planks, wo man, oder Liegestützen, oder diese, da gibt es tausende Übungen. Vielleicht machen wir mal über das ein Video einmal. Aber es gibt viele, viele Übungen zur Stützung der Rumpfmuskulatur. Und wenn man die Rumpfmuskulatur gut trainiert hat, dann hat man die Basis, um einen guten Golfschwung zu machen. Ich hoffe, dass ich mit diesem Video heute euch klar machen kann, dass Golf nicht locker ist, nicht einfach ist, sondern es ist leider wirklich auch unter Anführungszeichen ein Kraftsport. Wenn dir dieses Video gefallen hat, kannst du natürlich meinen Kanal abonnieren, aber du kannst auch vielleicht die anderen Videos, die hier sind, auch noch ansehen. Bis bald!